Jo, hi, zurück zu Mafia 3. Also ich bin hier noch bei Donovan. Ich glaube, ich habe halt wirklich noch ein paar Sachen vergessen. Oh, ich komme mal bei Donovan rum, was hier so abgeht. Aha. Sehr nettes Apartment, ganz toll. Egal, also auf jeden Fall, ich muss zurück zur Stimme und da nochmal gucken, dass ich da die letzten 3000 Dollar lalalas raus. Oh, Verbündete anrufen. Okay. Pada. Crazy Waffenhändler. Okay. Das ist sehr geil. Kann ich den Könnte Zelt ein bisschen anrufen noch? Material brauchen. Hab gehört, dafür bist du der Richtige. Cassandra meinte schon, du würdest dich mal melden. Ich helfe dir sehr gern, aber ich bin auch nicht die Wohlfahrt. Aha. Da kommt er. Badabadabad. Ist ja geil. Den kann ich überall Siehst du was, was hinrufen. du brauchen kannst? Ah, ich weiß nicht. Weißt du, ich muss jetzt erst einmal dahinten hingehen und mal gucken, ob ich nicht die restlichen 3000 Dollar Lalalast finde. Aber danke für das Angebot. Ich wollte dich eigentlich nur mal anrufen. So, wo ist das jetzt? Ich hoffe, ich habe das jetzt in der Map eingetragen. Ja, genau, okay. Das Auto ist natürlich sensationell. Natürlich mit ihm jetzt quatschen. Ich weiß nicht, ob ich das vollständig alles wegmachen muss oder ob das so schon okay ist. Lincoln, du bist ein Hallo. Erfreulicher Anblick. Ich habe die Mädels befreit. Alter, das war die Hölle. Tut richtig weh, wenn man sieht, was diese scheiß Hinterwäldler treiben. Sobald ich diesen Jackson in die Finger kriege, ist das Ding gelaufen. Maul hat dem ganzen Hollow Zuhälter. Er setzt drauf, dass die seine Verluste wieder reinholen. Wenn du die umlegst, wird er im Club aufkreuzen. Alles klar. Komm zurück, wenn du mit denen fertig bist. Ich kann dir bestätigen, dass Merle drüben im Club ist. Okay. Verbleiben 3000. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt. Achso, Moment mal. Okay, und dann X. Okay. Kann man machen. Erledige die Zuhälter. Bam. So, das kann ich Ziel auswählen. Okay. Oh, wie kann ich das wieder ab? Okay. Ah, ja. Verstehe. Okay, und das ist markiert. Ah, verstehe. Gut, dann kann ich jetzt hier irgendwann um die Ecke gehen. Habe ich nicht ein kleines wunderbares Auto noch irgendwo stehen? Da ist es. Da 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 da. Ja, komm, ich fahr hier lang. Abkürzer. Das ist richtig cool, das Auto. Achso, hier ist schon einer. Moment mal. Kleiner Moment. Aussteigen. Wie kriege ich jetzt raus, ob er das ist? Aha, töten. Okay. Vielleicht ein bisschen unauffälliger. Typ wohnt da irgendwo drin, ne? Mit Dollar-Lalalas. Kann ich da reingehen und Hallöchen, Popöchen und dann Bam Bam, oder was? Hör ich da was? Ja. Ist der böse? Nö. Ah, okay. 2000 Dollar, lalala. So, könnt ihr alle mal weggehen? Ich habe den jetzt nicht getötet, das muss ich auch nicht, ne?
Denke ich mal zumindest. Du musst ihn nicht kaputt machen. Komm, geh mal weg jetzt hier. Und wer bist du? Entschuldigung. Entschuldigung. Nee, muss ich echt töten, tut mir leid. Oh, und da sieht's irgendwie gefährlich aus. Alles klar, sorry. Bam, bam. Ah, ihn nur getötet. Number one. Und die anderen sind alle... Alter, was ist denn los? So schlimm ist das jetzt nicht. Keine Einnahmen mehr. Okay, auf null. Muss ich jetzt wirklich noch ein bisschen gucken, ne? Mann, echt. Dass sie alle so heiß da drauf sind, drauf zu gehen. Hey, ihr Penner, er ist da drüben! Ja. Ist hier. Ich rufe unsere Schwärm, Jungs! Was? Das lässt du mal schön. Wachposten alarmieren. Das lässt du mal. So, und wer bist du? Wo ist er? Kann mir nicht vorstellen, weil du bist leider jetzt T und Rot. Okay, so. Ich packe aber mal die Waffe ein. Also wenn jetzt hier noch gesagt wird, oh wow, Kohle, wo ist denn die denn bitte? Eine Matratze? Er hat die nicht, hier ist sie nicht. Wie werde ich das denn jetzt finden sollen? Hier, okay. Elektrische Bauteile, okay. Kann ich gebrauchen für irgendwas? Bombe bauen? Was weiß ich, okay. Die kann ich nirgendwo finden. Das ist aber erstmal okay. So, wo ist mein schönes Auto? Wo habe ich das hingestellt? Ah, oh, ich habe schon wieder vergessen. Da steht aber auch so ein geiles. Ja, kommen bestimmt gleich wieder die Cops. Ich habe mein Auto hier auf der... Okay, es erzeugt schon einen kleinen Stau. Na komm, da kannst du aber rumfahren mit deinem Laster, mein Vögelchen. Na egal, komm. Ich fahre weiter. Und zwar sage ich mal... Ah, Moment, die sind alle markiert. Ah, okay. Das heißt, ich fahre zu ihm hin. Schling. Und gucken wir auch mal an, was er da hat. Hier ist auch ein kleiner Stau, ne? Gegnerisches Gebiet. Ja, okay, ist mir schon klar. So, wir könnten hier irgendwie einfach mal reingehen. Was? Okay. Los, kusch! Hi, was denn? Was denn? Guck mal hier, kniff, knaff, piff, paff. So sieht das aus. So, schlaf mal eine Runde. Kann ich da oben reingehen, einfach so, ohne dass er mich mehr bemerkt. Hallo mein Kätzchen. Wer bist du hier? Oh. Knipp, knapp, knipp, knapp. Okay. Bringt mich näher ran. Ich geb dir Deckung. Das haben wir dich erwischt. Oh. Ich komme. Das sind alles Ladies. Wir müssen hier weg. Okay, ich geh mal kurz aufs Klo. Wer schießt denn da wieder so? Der Typ. Freunde, Freunde, ey. Ich will hier doch nur mal kurz... was haben wir noch? Sind da irgendwelche Dovis? Da drüben gibt's natürlich noch jede Menge Tatas, ne? Okay, wie komme ich da rein, indem ich hier wieder runtergehe und die mich alle wegballern? Das ist eine Dame. Okay, alles gut, alles gut. Ja.
bisschen Geld mitnehmen. Hast du mitgenommen? Ja. Achso, da auf dem Tisch und da auf dem Klo. Alter, ey, die haben hier überall Tatas rumliegen. Achso, da liegt noch was, müssen wir noch mitnehmen. Ching, ching. Kehre zur Stimme zurück, das mache ich gleich. Die Musik geht immer auch ganz schön auf und ab, ne? Das muss man immer so sagen. Ja, da drüben noch Geld liegen gelassen, ne? Das kann aber wohl nicht wahr sein. Wie habe ich das denn wieder gemacht? Unten? Ich gehe nochmal eben kurz rauf. Hier, in diesem Apartment, oder was? Kann ich da auch rein? Nee. Hier ganz durch, denke ich mal. Also, ich sehe es hier nicht. Wo liegt es? Rote will ich nicht, ich will die Kohle. Du bist hier irgendwo, ich weiß es. Ach, da unten. Sehr gut. Okay. Da unten ist so ein Typ, der kann mich aber mal. Ich fahre jetzt mal weg. Ne, ich nehme das schöne Auto wieder. Wo ist es? Da hinten steht es. Treu und wartet auf mich. So, wo sollen wir hin zur Stimme zurück? Alter, Wachposten alarmiert. Ja, komm. Keine Zeit. Schickt euren Arsch hier runter! Los! Die finden mich nie. Alter, da fahrt. Fahr weg, du Vogel. Ah, oh, das schöne Auto. Okay, zurück zur Stimme. Ich guck noch mal eben kurz, ob das wirklich das ist, was wir jetzt machen wollen. Doch, es ist schon, das ist aber doch Donner. Okay. Lass noch mal gucken. Spüre dich, diese Patrouille auf und erledige sie. Ich dachte, das hätten wir schon. Okay. Aktuell ist sie, ja, okay, ich fahr mal zurück. Ich denke mal, das stimmt schon. Jetzt ist es aber wieder nicht richtig markiert, Mist. Ja, so richtig drauf habe ich es nicht, ne? Der Kerl hat mich überhaupt nicht umgefahren, bin auf der Straße. Bin auf der Straße gefahren. Was ist denn los? Das Auto ist auch nicht schlecht, ne? Schön aus. So, mal gucken, was er zu erzählen hat. The Voice. Lincoln. Ja. Wir wissen es. Ein erfreulicher Anblick. Rede mit der Stimme so. Wenn du annimmst, werden alle verbliebenen Geschäftsziele entfernt. Keine Ahnung. Ja. Er hat sich drüben in Perlers Laden verschanzt. Hab gehört, er ist stinksauer. Die Fresse von dem Arschloch würde ich ja jetzt zu gern sehen. Nur damit das klar ist, sobald ich da drin bin, mache ich jeden Motherfucker platt, der mir in die Quere kommt. Den Schwein weint keiner eine Träne nach. Tu, was du wir für das Beste. Ich wollte das MF-Wort nicht mehr wir sagen. Wir sehen uns, Lavor. Hau rein. So, den guten Jackson, ey. Kann ich das Boot auch klauen? Ich glaube, ich kann ja alles klauen, ne? Ah, hab ich jetzt aber keine Zeit zu. So, das ist mein Kumpel. Ich könnte dieses Auto eigentlich ganz gut mal ausprobieren, ne? Ah. Wurzel. Vermisst bestimmt niemand. Ah, es hat einfach. Na, weißt du was, schon Schnauze voll. So, hier, das ist ein Auto. Mit dem kann man überall schön hinfahren. Fällt überhaupt nicht auf, alles tippi. Mach mal Platz, ihr Vögel. So. Ich
richtig Mafiosi. So, rum hier. Ja. Er macht Platz. So, da vorne wollen wir hin. Verbündete anrufen. Okay, das machen wir. Wen wollen wir anrufen? Meine Friends. Okay, lass mal gucken. Ich kann doch nicht den Waffenvogel anrufen. Es wird langsam eng. Kannst du mir Nachschub ins Delray Hollow schicken? Bin gleich da. Da kommt er hier. Guck ihn hier an. Okay, lauf mal kurz hin. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Oui, oui, ich brauche etwas. Okay, lass mich mal zeig, gucken, was du auf Lager hast. So, 300 Mäuse will er haben für Muni. Na komm. Wenn ich jetzt durchtausche, habe ich jetzt alles voll? Oder? Ich glaube, das war's. So, das war, nee, bleibt. Ach du blöder Sack, jetzt fährt er weg. Na egal. So, ich gehe mit der Pistole rein. Jetzt die große Frage. Erledige, den guten Jackson. Ich kann immer noch nicht glauben, dass einer dieser schwarzen Scheißer die Eier hat und hinter uns her ist. Ich dachte, nach Sammy hätten sie es kapiert. Die Nigger von hier wollen uns zeigen, dass sie angepisst sind. Und im Moment sehe ich keinen von ihnen. Was kostet's, wenn du die Eier? Ich hab gehört, diese eine ist nicht aufzuhalten. Ist ein schwarzer Dämon oder so ein Scheiß. Was ist denn bei euch los, ey? Ich könnte mich doch eigentlich da oben rauf schmuggeln, oder? Die sehen mich doch alle nicht. Einfach mal durchrennen. Hier ist er nicht! Bewege mich weiter vor! Hier ist er überhaupt niemand näher. Was ist denn los? Wie ging denn das jetzt noch? Wir müssen da hinten die Treppe hoch, ne? Das kriege ich auch hin. Wir haben nach dir gesucht! Ja, okay. Ich habe einen Fehler gemacht. So. Oh! Das ist allerdings eine feindliche Zone. So, ein bisschen Ruhe. Er hat keine Dios in euch. Er hat mich erwischt. Oh. Noch nicht. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Na, ja, das war dumm. Oh nein, haben die mich kaputt gehauen? It seems so. Oh, ich hab voll die Mäuse verloren. Dreckmist. Okay, toll. Hätte ich mal in den Bunker bringen müssen. Bam. So, wie sieht's denn aus? Ich will da oben rein, ne? Und ich will mich natürlich jetzt nicht veräppeln lassen. Das heißt, ich versuche mal da ungesehen reinzukommen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass einer dieser schwarzen Scheißer die Eier hat und hinter uns her ist. Ich dachte, nach Sammy hätten sie es kapiert. Die Nigger von hier wollen bloß zeigen, dass sie angepisst sind. Und im Moment sehe ich keinen von ihnen. Du etwa? Hab gehört, diese eine ist nicht aufzuhalten. Ist ein schwarzer Dämon oder so ein Scheiß. Du solltest aufhören, diesen billigen Fusel zu saufen. Relativ voll, ne? Ich hab es noch mit jedem aufnehmen können. Ups. Wer hat mich denn gesehen? Niemand eigentlich, oder? Könnte der durchlaufen? Kommt auf jeden Fall einer die Treppe runter. Mhm. Ciao. Okay, so, wo ist denn der andere? Da hinten. Ach so, okay. Guck mal. War ich hier vorhin? Oh, wo ist da jemand? Muss der mal? Ja, der muss mal. Jetzt nicht mehr. Ah, Weste.
Take it. Ich dachte, die Weste hätte man immer, aber naja gut. Man lernt nie aus. So, jetzt müssen wir mal hier gucken, dass wir nicht irgendwie erwischt werden. Allein ist es auch klar, dass der hier seine Jungs stehen, ne? Da steht einer, der glotzt aber, und das ist gut für uns. Das sind zwei. Der da drüben wird uns aber sehen, oder? Ich husche hier einfach mal vorbei. Die drüben sehen mich natürlich. Okay, verstehe. Da komme ich ja nicht durch, soweit ich mich erinnere. Ich muss also drüben durch. Hier so. Oh, die sehen mich alle. Wer denn? Eigentlich kann mich hier niemand sehen, ich gehe mal durch. So sieht's doch wohl aus. Hier rein oder da rein? Hier rein, ne? Genau. Hab gehört, er hat nicht nur die Mädels bekommen, oh. Er hat auch den Doc getötet. Ja, der war mausetot. Ach, Scheiße. Der Doc wird umgebracht. Zuhälter da draußen auch. Grundgütiger. Okay, die kann ich wirklich beide platt machen, das ist gut. So, der andere kommt wahrscheinlich jetzt irgendwie die Treppe hoch, das will ich aber nicht miterleben. Okay, Geschäftsbosse töten. Ah, schon aus, rufe danach einen deiner Unterbosse an. Ach so, okay, meinetwegen. Hält's mir noch einmal. Wie konnte ein verdammter Nigger unbekümmert hier durchspazieren? Sag's mir. Ich sag's dir. So, was ist das jetzt kaputt oder nicht? Muss man den jetzt wirklich kaputt machen? Mit so einem Superkill? Naja. Und? Was willst du machen, Nigger? Das. Ah, okay. Ist halt Mafia, ne? Dass die nicht Kaffee trinken gehen, ist wohl klar. So. Aktuelles Einkommen gar nichts. Einkommens plus 30 Schleifen, okay. Verschonte Inform $0. Boss verschont. Ach, das kann ich auch machen. Okay, das können wir ihr mal zuweisen. Diese Redneck-Penner sind raus aus Perlas Laden. Sag deinen Leuten, sie sollen ihn sichern. Gut. Ich schicke ein paar Leute rüber zu dem Laden. Wenn du die Dixie-Schweine aus der Kirche verjagst, dann muss Richie reagieren. Okidoki. Die fahren sich gegenseitig in die Karre. Ist ja auch super. So, die sichern das jetzt. 1966, nach dem College, fing ich beim FBI an. Chicago war meine erste Station, aber 68 ging's dann Richtung Süden. Ich war dort bis 1986, da wurde ich befördert. Ich wurde stellvertretender Leiter der Abteilung für organisiertes Verbrechen und blieb beim FBI bis 99. Es gibt so viele Geschichten über Cassandra. Wurde als Kind gekidnappt, getötet und von einem Voodoo-Priester wiedererweckt.
Oder hier. Ihre Schwester wurde vergewaltigt und getötet. Sie erschoss ihren Vater und warf seine Leiche ins Moor. Man weiß nicht, was davon stimmt und was nicht. Okay, schön. Hero, ey. Warten auf Donovan. Oh Mensch, geh doch mal langsam. Benutze Screaming Sammy, um eine Gruppe Gegner zur Position zu locken. Okay. Okay, lass mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was kriege ich beim Waffenhändler. Okay. Ich sag's mal ganz offen, ne? Ich will eigentlich mal ein bisschen Kohle nach Hause bringen, weil letztes Mal 5000 Dollar gezockt, das finde ich irgendwie nicht so geil. Das mache ich erstmal und dann kehre ich wieder hier zurück und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Okay. Bis dann, ciao.